Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel in Irland deutlich mit 6:0 gewonnen. Überragender Mann auf dem Platz war dabei Schalkes Cedric Teuchert, der 3 Tore erzielte. Irland U21 Deutschland U21 0:6, 0:2, Tore 0:1 Seidel, 6. 0:2 Teuchert, 22. Fee, 0:3 Teuchert, 66. Teuchert, 73. Fee, 0:5 Serda, 83. Fee, Serda, 86. Vor 2325 Zuschauern im Telect Stadion in Dublin war Deutschland von Beginn an überlegen und stellte die bis dato beste Abwehr der Gruppe 5 vor große Probleme. Ein Fernschuss von Benjamin Henrichs ging noch daneben, in der 6. Minute machte Aaron Seidel es besser und schloss einen sehenswerten Spielzug über Florian Neuhaus und Henrichs mit einem satten Schuss ins lange Eck perfekt ab. Auch fortan bestimmte die DFB 11 die Partie nach Belieben. Zunächst entschärfte Irlands Torwart Kieran O'Hara einen Freistoß von Eduard Löwen, den Nachschuss setzte erneut Seidel knapp am Tor vorbei. Nach einem Foulspiel an Kapitän Lukas Klostermann verwandelte Schalkes Teuchert den fälligen Elfmeter souverän ins rechte untere Eck. Wer nun dachte, dass die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschaltete, sah sich getäuscht. Erst vergab Neuhaus gegen überforderte Ehren völlig freistehend aus kurzer Distanz, dann erhöhte der starke Teuchert auf 3:0 und wenig später erneut per Foul-Elfmeter auf 4:0. Serdar machte mit dem 3. Strafstoß der Partie und anschließend einem Hackentreffer das halbe Dutzend voll. Mit nun 6 Siegen aus 8 Spielen steht die DFB 11 auf dem 1. Platz der Tabelle. Vor den letzten beiden Spieltagen hat die U21-Auswahl schon 5 Punkte Vorsprung auf Irland und Norwegen. Punkt. Mehr bei Spox. FCK-Fans protestieren, Cornflakes für den DFL-Präsidentenamt soll abgeschafft werden, Voting, Spox sucht den beliebtesten Profi-Club Deutschlands.